Ich war ja, ich fange jetzt einfach gleich mal mit dem Thema an. Ich war ja am Samstag auf der FedCon 31, und zwar nur am Samstag, einfach darum, weil es für mich nicht anders gepasst hat, aber das hat mir aber auch vollkommen ausgereicht. Warum werdet ihr, ja, wird man, ja, und entschuldigt, wenn ich immer ein bisschen rumtippen muss, dann geht's fast in den Schlaf ein. aber auf jeden Fall. Okay, das hätte ich vielleicht auch noch vorher machen können, mir was einchecken. Ja, aber ich war auch schon so ein bisschen beschäftigt. So, auf jeden Fall wird man hier heute hören, wie ich das Ganze empfunden habe und was da alles passiert ist. Und ich werde da euch auch vielleicht ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen viel, kommt drauf an, ein paar Fotos zeigen, die ich auf der FedCon gemacht habe. Und das waren nicht gerade wenig. Das waren echt nicht wenig, die ich dann gemacht habe. Also verhältnismäßig war das, glaube ich, doch relativ viel. ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich tue mal das Mikrofon ein bisschen näher ran. Ich fange jetzt einfach mal an zu erzählen und berichten. Und zwar fange ich halt jetzt einfach mal damit an, wie die Zugfahrten waren. Also einmal, ich bin ja zweimal Zug gefahren. Einmal nach Bonn hin und dann einmal wieder zurück. Ja, das hat eigentlich schon so angefangen, dass ich den Tag angefangen habe um 4:40 Uhr. Ich habe mir eigentlich den Wecker um 4:30 Uhr gestellt, aber immerhin mit der Verspätung von 10 Minuten aufgestanden. Immerhin. Da bin ich auch schon relativ stolz auf mich, dass ich das gepackt habe. Und ja, da hatte ich einfach nochmal Zeit, mich zu duschen nochmal und nochmal vorzubereiten auf all das, was passiert. Ja, also ich konnte mich da überhaupt nicht drauf vorbereiten, nicht beim geringsten. Aber auf jeden Fall nochmal so ein bisschen zumindest, also was ich zumindest so erahnen konnte. Ja. Und dann ging es um 6:40 Uhr los. Also bin ich aus dem Haus raus oder aus der Wohnung raus, bin dann zur Haltestelle. Und da war ich auch schon ein bisschen ins Struggling gekommen, weil ich so ein bisschen in Sorge war, dass der Bus nicht so ganz, weil der Bus nicht ganz pünktlich kam, dass ich den Bus verpasst hätte. Aber zum Glück kam der dann nach ein paar Minuten. Da war ich auch schon das erste Mal, muss man heute dazu sagen, an dem Tag das erste Mal so wirklich erleichtert. Dass es doch so klappt, so wie ich mir es vorstelle. Dann bin ich zum Bahnhof gefahren, zum Hauptbahnhof, habe da etwa 50 Minuten gewartet, so etwa, bin dann in den Zug reingestiegen. Und ja, die Zugfahrt hat insgesamt 2 Stunden gedauert, ich kann sie einfach mal sagen, von Würzburg nach Bonn direkt. Und ja, wir hatten kurz einen Zwischenstopp in Frankfurt. Ich glaube, das war so circa nach einer Stunde oder so. Und ja. Wisst ihr was? Okay, ich habe Discord sowieso gerade offen. Ich hüpfe jetzt einfach mal in meinen Bereich rein. In welchen denn am besten? Star Trek generell. Ja, genau. Ich bin im Discord, falls ihr mich sucht. So, ja. So viel dazu. Ja. Ja, dann bin ich in Bonn angekommen. Ich habe vorher mich mit einer Moderatorin von Trackwelten, Skelden, habe ich mich abgesprochen, dass sie mich vom Bahnhof abholt, beziehungsweise dass sie mich abholen. Das waren mehrere, also Skelden kam in Begleitung. Und ja, da bin ich erstmal in Bonn aus dem Bahnhof raus, aus dem Siegburger Bahnhof, also Siegburg Bahnhof, so hieß der, da bin ich raus. Und ja, da habe ich erstmal ein paar Minuten gesucht, also waren 1 bis 2 Minuten, also so lange war das jetzt auch nicht. Dann sind wir uns entgegengelaufen und ja, dann haben wir uns so ein bisschen das erstmal unterhalten, sind dann zum Auto und ja, dann sind wir zum Maritim Hotel in Bonn gefahren. Also ja, hat gute 10 bis 15 Minuten gedauert, plus nochmal extra 5 Minuten, weil der Fahrer einen Parkplatz suchen musste. Also wir konnten nicht direkt am Maritim Hotel parken, da war auch schon sehr viel los. Sondern eher ein bisschen weiter weg. Aber da, ja, das haben wir hingenommen.
Und dann nochmal extra 10 Minuten zum Hinlaufen. Ja, wann ist das? Ah, egal. Auf jeden Fall waren wir dann so circa 10:30 Uhr da. Ja, da haben wir uns erstmal, beziehungsweise ich habe mich da angemeldet, also bin da an den Stand gegangen, habe da mein Online-Ticket gezeigt auf dem Handy. Kann ich jetzt leider schlecht, weil das Handy habe ich gerade in Benutzung. ja, und da habe ich dann, das kann ich ja auch jetzt schon mal zeigen, als erstes, das hier habe ich bekommen, als Umhänger, so quasi als Armband. Das habe ich da halt in der Mitte durchgeschnitten, nachdem ich es nicht mehr gebraucht habe. Ja, das war in etwa so an meiner Hand dran. So, halt ein bisschen, ja, so quasi. Und ja, das war auf jeden Fall auch schon sehr interessant und einfach ein sehr aufregender Moment für mich, einfach das Anmelden, weil ich auch schon wieder so viele Menschen in Cosplay gesehen habe und weil ich das einfach nicht mehr gewohnt war, so viele Menschen zu sehen und so viele Menschen, die in Cosplay gehen. Und ich war das einfach nicht mehr gewohnt, auf die FatCon zu gehen, weil das war jetzt mein insgesamt drittes Mal, wo ich auf der FatCon drinne war. Aber mein erstes Mal ohne verwandtschaftliche Begleitung. Also zum Beispiel ohne Eltern. So wie das Auge juckt ein bisschen. So wie das die letzten beiden Male 2016 und 2017 der Fall war. Und ja, da habe ich dann erstmal nach der Anmeldung gleich erstmal. Okay, ich muss erst mal ein bisschen runterkommen. Habe ich gleich die Gelegenheit genutzt und bin dann aufs Klo. Erstmal, um da mich ein bisschen zu entleeren. Das war aber auch nicht so viel. Aber zweitens habe ich mich da auch umgezogen in mein erstes Cosplay, was ich dabei hatte. Ich habe drei, also zweieinhalb Sachen, sag mal, also unter anderem die Jacke hier, hatte ich dabei. Also zweieinhalb Sachen hatte ich dabei. Ja, einmal, ja, das kann ich dann später auf jeden Fall dann zeigen. Werde ich dann wahrscheinlich dann auch in die Reaction-Szene wechseln, wenn wir uns die Bilder angucken. Und ja, da habe ich mich einfach umgezogen, schon in die DS9 Voi-Uniform, die man kannte, also aus die frühe DS9-Uniform, die man noch vor Heilige Vision gesehen hat, also da, wo Bajor fast der Föderation mal getreten wäre. Da war ja der Wechsel zur neuen First Contact-Uniform und ja. Also noch eine Folge davor, die meine ich. Ich glaube, da wo Quark und Odo stranden auf dem Planeten. Hey, ist ja egal. und halt die Voi-Uniform. Ja, dann hat man mir, bevor ich zur Toilette gegangen bin, gesagt, wir treffen uns am Eingang, also Skellen, ich, beziehungsweise und Trackwelten. Trackwelten war auch da. Das hat er schon ein bisschen angekündigt. Also ich bin ja Moderator von Trackwelten, also vom guten Alex, den ich ja an der Stelle nochmal sehr lobend erwähnen möchte. Und ja, dann bin ich zum Eingang gegangen und dann habe ich, glaube ich, ja, dann habe ich ihn, glaube ich, sofort erkannt. Der hatte seinen Trackwelten T-Shirt an und dann kam ich so von hinten. Ich war im Übrigen ausgestattet mit Phaser, den man allerdings so gut wie nie gesehen hat. Und bewaffnet mit Tricorder. So wie sich das gehört, bin ich auf die FatCon gegangen und bin dann quasi von hinten angekommen und habe dann erstmal den Alex gescannt. Das fand ich auch cool, wo wir uns das erstmal begegnet sind. Dann haben wir uns die Hand geschüttelt und Alex hatte auch seine Freundin, Schrägstrich Frau dabei. War auf jeden Fall sehr cool, sie kennenzulernen. Also sie beide, beziehungsweise alle drei, also Skeldin, Alex und Frau Schrägstrich Freundin. War einfach sehr cool. Da habe ich mich auf jeden Fall schon happy gefühlt. Aber das sollte sich dann rückwirkend dann noch als nichts erweisen. Also wirklich als ganz klein. Also wirklich das höchste der Gefühle, das kommt noch. Und eines der Highlights ist gar nicht mal so weit weg jetzt. Ja, da haben wir uns das erstmal ausgetauscht, unterhalten und ja, da war ich aber auf jeden Fall auch schon froh, dass ich einen Alex gesehen habe und ach, das war einfach so toll. Ja, dann sind wir das erste Mal losgegangen. Da, also ich kenne ja die Location ja schon, wegen zweimal FatCon.
Ja, da gab es aber völlig unterschiedliche Stände mittlerweile, aber das war mir so klar, dass nicht alle Stände von FatCon 2017 wieder da sind. Auf jeden Fall war aber der Innenbau noch gleich. Also von dem her konnte ich mich noch relativ gut orientieren. Also da habe ich noch die Innenarchitektur so gut im Kopf gehabt. Auf jeden Fall sind wir dann in den Mittelraum gegangen. Den Mittelraum, den kann ich euch dann später auch zeigen, wenn ich euch die Fotos zeige. Die Fotos im Übrigen, die werden dann auch in meinen kleinen Blog kommen, wo ich dann das alles so ein bisschen zusammenfasse. Und ja, also da werde ich euch ein bisschen was zeigen. Paar einzelne Videos habe ich aufgenommen, aber das meiste waren Fotos. Und ja, da sind wir das erste Mal dann, wie gesagt, zum Mittelraum, zum ja, zum Mittelgebäude, sage ich jetzt mal, angekommen. Da waren dann so Großteil der Stände und da waren dann auch die zwei Händlerräume, die zusammengeknüpft waren. Also da konnte man direkt durch. Und ja, da haben wir uns das erstmal umgeschaut und Alexei Freundin, sage ich jetzt mal, die hatte was sehr Interessantes. Und zwar hatte sie hier, oder war es hier? Ach, irgendwo, ich glaube, das war hier dann doch. Die mobilen Emitter vom Holodeck von Voyager da dran kleben. Das fand ich auch so richtig cool. Und vor allem krass, dass es sowas auf der FatCon gab. Da konnte ich mich zum Beispiel überhaupt nicht dran erinnern, weil die FatCons davor, da waren für mich die absoluten Highlights die Begegnungen mit den Stars. Also ist jetzt nicht anders. Aber ich kann mich da jetzt einfach, da konnte ich mich jetzt nicht so dran erinnern, die beiden FatCons. Die beiden FatCons davor. Super Deutsch. Die beiden FatCons davor, einfach an die ganzen Tralala und Händlerräume und an die ganzen Nebenstände. Da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber jetzt, ja, jetzt einfach geht's für mich einfach besser. Und ja, da bin ich dann am einem Stand stehen geblieben, wo es auch so kleine Sachen gab. Also jetzt unter anderem Abzeichen, also zum Beispiel von der Zorn des Khan oder unter anderem das hier nochmal. Ich glaube, das ist ein bisschen runtergerutscht. Mach ich dann gleich nochmal ein bisschen höher. Ach ja, im Übrigen, ich habe dieses T-Shirt an. Einfach, weil ich es cool finde und so irgendwie finde, die FatCon präsentieren zu können. Auch wenn da bei weitem jetzt noch nicht alles draufsteht. Also modern ist es auf keinen Fall. Oder? Na, egal. Ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich mir dann von meinem kleinen also Taschengeld, sondern von meinem kleinen Budget, was ich quasi bar dabei hatte, habe ich mir schon was gekauft. Und zwar habe ich mich von Alex seine Freundin inspirieren lassen. Und ja, ich habe jetzt auch den mobilen Emitter. Den kann ich gleich mal, den nehme ich jetzt mal gleich raus, weil der ist wirklich super cool. Ja, funktioniert quasi nach demselben Prinzip wie der Kommunikator hier. Also quasi fast wie der hier. Ich nehme jetzt mal ganz kurz raus. Also, da bin ich immer noch mega stolz drauf, dass ich mir den gekauft habe. ja, das ist der mobile Emitter und der ist hier hinten, ist so eine kleine Fläche und die kann man abnehmen und die ist aber extrem magnetisch. Also, da kann man sich auf jeden Fall hier gut dran machen. Also, da hält es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, das geht dazu quasi wirklich dran. Ich kann es jetzt mal on-cam versuchen, irgendwie das da ranzukriegen. Irgendwie. So. Und wo ist es denn? Ach ja, hier. So, ja, geht wirklich gut. Also hält wirklich perfekt. Ja, also man merkt es vielleicht mit der Zeit schon. Ich hätte es vielleicht auch ein bisschen weiter nach unten gesetzt. Aber hält auf jeden Fall sehr, sehr gut. Finde ich auf jeden Fall. Na, geil. Da bin ich auf jeden Fall mega stolz drauf, dass ich mir das gekauft habe. So. Ist jetzt da unten, ja, es ist nach unten gerutscht.
Auf jeden Fall bin ich darüber auch schon mega stolz auf, dass ich, hoppala, wäre mir fast runtergefallen, dass ich mir das gekauft habe. Aber das war noch nicht alles. Ich habe ja noch eine zweite Sache gekauft. Ich habe leider keine Geschenke für Leute da, weil erstens knappes Budget bei mir, zweitens wusste ich auch nicht an wen. Also, ja, wäre vielleicht ein paar Möglichkeiten da gewesen, an Alex zum Beispiel. Oder an andere Personen, die ich aber dann später erwähnen möchte. Ja. Das zweite, was ich mir gekauft habe, ich nehme es mal ganz kurz raus aus der Tasche oder aus der Tüte, ist das hier. Ja, man sieht es nicht so richtig. So, jetzt kann man es aber gut sehen. Und zwar ist das das Captain-Rang-Pin vom sechsten, Quatsch, vom zweiten bis siebten Kinofilm. Die Uniform von der Zorn des Khan halt eben. Die rote da. Da bin ich auf jeden Fall auch ein Mega-Fan von. Die Uniform, die möchte ich mir auf jeden Fall auch irgendwann noch zulegen. Und zwar auf jeden Fall die Variante von Strange in Worlds Staffel 1, Folge 10. Da, wo halt der alternative Pike zum Original-Pike, sage ich jetzt mal, zurückkehrt und ihn davon abhält, diesen Brief zu verfassen. Die Uniform möchte ich mir auf jeden Fall zulegen, weil die Original, also die Originale aus dem zweiten bis siebten Kinofilm, die sieht schon cool aus. Aber ich finde, die von Strange in Worlds sieht auf jeden Fall noch geiler aus. Also hier auf jeden Fall die mit den Sternflotten-Emblemen hier, diese ganz kleinen nebendran. Das finde ich auf jeden Fall auch richtig cool. Und da finde ich, ganz ehrlich, der finde ich die von Strange in Worlds besser als die von den Original-Kinofilmen. Und ja, weil ich da so ein großer Fan von bin, von der Uniform und weil ich mir die auch irgendwann mal holen möchte, habe ich mir gedacht, okay, fängst du das schon mal so ein bisschen an und da habe ich mir auf jeden Fall schon mal den Captain Badge gekauft. Der ist sogar aus von mit einem 3D-Drucker gedruckt worden. Finde ich auch richtig krass cool. Ist zwar nicht aus Metall, aber sieht trotzdem Hammer aus. Ach ja, im Übrigen, das kann ich jetzt auch noch mal kurz erwähnen. Irgendwann später, ich glaube, das war so Nachmittag bis Präabend, war ich doch mal da, also da in dem großen Händlerraum, also in dem zweiten. Und da ist mir dann eine kleine Sache aufgefallen. Weil bei der ersten FatCon, ich weiß jetzt nicht mehr, ob war ich das oder war das mein Vater, der mir das gekauft hat. Auf jeden Fall habe ich von der ersten FatCon mein erstes Vice Admiral Rangabzeichen gekauft. Oder ist mir das gekauft worden. Da habe ich das auf jeden Fall her. Und diesen Stand, den gab es da wieder. Und da ist mir dann auch so eine Sache aufgefallen. Da gab es auch diese der Zorn des Khan Rangabzeichen, die man halt auf den Uniformen gesehen hat. Und da gab es dann auch tatsächlich auch dieses Captain's Badge, also dieses Rangab, dieses, ja, diesen Rangpin und auch, was ich haben wollte von Admiral Kirk und Admiral Pike aus Strange New Worlds Staffel 1 Folge 10 inspiriert, diesen Admiral-Rangabzeichen. Also, wenn man es mit der TNG-Ära vergleicht, beziehungsweise mit der VS9-Ära, dann wäre das, glaube ich, ein 4-Sterne-Admiral gewesen. Und dieses Abzeichen, das möchte ich auf jeden Fall auch haben. Ja, ich glaube aber, die einzelnen Abzeichen kosten 15, 16 Euro. Ich glaube, das Captain war 15, das Admiral 16. Oder auf jeden Fall so ähnlich, auf jeden Fall. Da hatte ich auf jeden Fall nicht genug Geld dabei, um mir das zu leisten. Aber ich habe mir gedacht, auf jeden Fall, das reicht mir momentan vollkommen aus. Und ja, da bin ich auch mega happy mit. Ja, so viel zu meinen gekauften Sachen. Also zu meinen materiell gekauften Sachen. So, dann war es. Ich glaube, so um 12 habe ich mich angefangen, für mein erstes Fotoshooting anzustellen. Weil da lief gerade noch Marina Sirtis. Also, ich glaube, da hat sie, glaube ich, sogar angefangen. Ich habe das Programm ja vielleicht nicht. Weißt du was? Ich versuche es jetzt einfach mal rauszusuchen. Ich hoffe, es ist noch irgendwo da. So. Ja, also da ist auf jeden Fall noch das von Ding da. So. Okay, ich ziehe es jetzt mal ganz kurz runter. So. So. So, jetzt habe ich das Programm hier auch da. So,
Ja, genau, so um 12 hat dann das Fotoshooting mit Marina Sirtis angefangen, also von Deanna Troi. Von ihr hatte ich auch zwei Fotos. Also eins von der ersten FedCon und eins von der zweiten FedCon. Das war aber ein Gruppenfoto. Und ja, von dem her wollte ich nicht wieder ein Foto mit Marina Sirtis. Ich finde es auch interessant, weil auf dem Dings, auf dem PDF, ist mir was aufgefallen. Und es ist mir gerade wieder aufgefallen. Normalerweise steht da erst der Vorname und dann der Nachname da. Bei Marina Sirtis um genau 12 Uhr war es aber andersrum. Sirtis Marina. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, was ich gesagt, hä? Hat da jemand nicht genug aufgepasst oder so? Auf jeden Fall fand ich es relativ lustig, dass da die Namen verwechselt wurden, also vertauscht wurden. Erst der Nachname und dann der Vorname. Weil bei allen anderen steht es genau richtig da. Das ist halt mir so ein bisschen ins Auge gestochen, so ein bisschen. Aber ich habe mich dann fürs Foto mit dem nächsten Star angestellt schon. Weil ich wusste, das könnte schon ein bisschen länger dauern. Komm, ich lasse mal das Programmheft offen. Ja, da habe ich mich angestellt. Hat auch relativ lange gedauert. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde bis Stunde etwa stand ich da. Und ja, dann irgendwann ging es halt so die Schlange rum. Und ja, da habe ich auf jeden Fall auch ein paar nette Menschen gesehen. Eine habe ich, glaube ich, auch sogar fotografiert in der Schlange. Und irgendwann in der Schlange, also als ich doch außen dran war, als ich so den Mittelteil grob überblicken konnte von oben, weil das Fotoshooting, also jedes Mal war oben im ersten Stock. Also es gibt im Maritim Hotel zwei Stöcke. Einmal das Erdgeschoss, da wo einmal eigentlich 90% der Convention stattfindet. Und dann, wo der erste Stock, da ist halt zum Fotoshooting teilweise Autogramm und ein dritter Saal drin. Wo dann halt auch nochmal, ja genau, Heiden, der Saal Heiden ist dann noch im ersten Stock oben drin. Aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich glaube, der ist auch ein bisschen schwer zu finden, aber egal. Ja, auf jeden Fall habe ich mich da eingestellt. Ich habe den Alex gesehen, ich habe ihn sogar gerufen. Er hat aber nicht reagiert, weil ich glaube, da war einfach zu viel los und da war einfach zu laut und er hat mich einfach nicht gesehen. Es war halt eine Verkettung von unglücklichen Umständen, beziehungsweise ja, er hat es einfach nicht wahrgenommen. Und da habe ich ihn dann fotografiert. Aber das einzige Foto, wo er und seine Freundin Schrägstrich Frau dabei waren, war beide mit dem Rücken zu mir. Aber das habe ich dann ihm geschickt. Damit ich dann quasi ihn dann auf mich aufmerksam machen konnte. Aber da war es sowieso schon zu spät, als er es das erste Mal angeschaut hat. Also hat es nichts gebracht. aber lustig fand ich es trotzdem irgendwie. Ja, dann ging dann die Schlange halt einfach irgendwann weiter so. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich mich dann mit meinem wirklich momentan absoluten Lieblingsstar hab fotografieren und ablichten lassen. So, dann kram ich jetzt ein bisschen was raus, weil ich habe hier alles dabei, also was ich an Flyer und Fotos gemacht habe, beziehungsweise Autogramm. Autogramm habe ich auch noch, da komme ich gleich nochmal drauf. So. Das erste Foto, da bin ich mega stolz drauf und da muss ich auch ein bisschen was erzählen. So, ihr habt es schon ein bisschen gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es ganz gesehen habt. Auf jeden Fall erzähle ich eine kleine Geschichte zu. Sie war auf jeden Fall mega gut drauf und sie war auch einer der Beweggründe, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt ausgerechnet am Samstag auf die FedCon. Genau deswegen. Also sie war teilweise der Beweggrund, weil sie halt nur am Samstag da war. Und ja, sie war mega gut drauf. Also als ein paar Meter weg vom Raum, da hat man schon so ein bisschen Musik gehört. Und also so 2, 3 Meter weg, da hat man auf jeden Fall die Musik gehört. Und ja, es wurde mir gesagt, also ich glaube, es wurde zu allen gesagt, man sollte quasi so zu ihr hintanzen, weil sie eine Tänzerin ist. Das weiß ich, weil ich sie auf TikTok verfolge, beziehungsweise ich ihr folge. Und ja, da tanzt sie halt größtenteils. Und
Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, dann normalerweise sind die Gäste zu ihr hin, haben so ein bisschen getan und haben dann so oder so das Foto gemacht. Und aber ich glaube, ich habe so ein bisschen übertrieben. ich habe schon so ein bisschen vorgemoved, also alle, ich glaube, alle anderen nicht. Ja, alle anderen fanden es irgendwie doof oder so oder hatten keinen Bock drauf. Aber ich auf jeden Fall, ich mag irgendwie so Tanzen und dieses Casual Dancing. Ja, da habe ich schon ein bisschen vorgeglüht sozusagen. Und dann bin ich so zu ihr hingetanzt. Und dann, ja, kam es irgendwie dann so dazu, dass wir Rücken an Rücken getanzt haben. Und sie hat es noch besser hingekriegt als ich. So, jetzt zeige ich es euch. Und da ist mein erster absoluter Fan-Moment, also bezüglich Fan und Star aufgefallen, also Serienstar passiert. Darauf bin ich wirklich mega stolz drauf. Aber man sieht wirklich, also Christina Schong war die Schauspielerin, die ich gemeint habe. Und sie war auch wirklich mega gut drauf. Ich komme dann später nochmal dazu zurück. Was ich dazu zu sagen habe. Also, da bin ich auch mega stolz drauf auf das Foto, aber man sieht auch echt, ich konnte es nicht lassen. Auch als der Kameramann hochgezählt hat, also 1, 2, 3, habe ich mit dem Tanz nicht aufgehört. Ich hätte sowas oder so oder irgendwie so machen müssen, aber ich habe da einfach. Oh Mann, das regt mich so ein bisschen auf, aber der Kritikpunkt. Aber es ist mir kein bisschen peinlich, weil das wird mir jetzt für immer in Erinnerung bleiben, dass ich so zu ihr hingetanzt habe und wir beide so getanzt habe. Und vor allem so Rücken an Rücken ist. Aha, das. Aha, das, ich schweb gerade im siebten Himmel. Also auch nach dem Foto, da war ich absolut im siebten Himmel. Das war auf jeden Fall richtig cool. Ja, da auf das Foto, da bin ich auch mega stolz drauf. Das wird auf jeden Fall eingerahmt. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Das gehört für mich extra special in mein Zimmer. Und, ha, ja, ich muss da einfach strahlen. Ich strahle auch jetzt gerade, weil ich bin da so wirklich mega stolz drauf, dass ich ein Foto mit ihr gemacht habe. Vor allem bei Christina Schon. Letztes Jahr im September auf der Destination Star Trek ebenfalls war. Da, wo aber Strange New Worlds noch nicht so bekannt war. Beziehungsweise, ich kannte sie da schon wegen Trailern von Strange New Worlds. Und ja, da wollte ich auf jeden Fall auch ein Foto mit ihr machen, aber da habe ich eine Woche zuvor Corona gekriegt. Und ja, dann fiel die Reise ins Wasser. Leider. 200 bis 400 € in den Wind geblasen. Leider. Ja, aber okay. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil der Samstag, der hat es wirklich wieder so wirklich komplett ausgebügelt. Also, ja, ich weiß, ein Tag kann ein ganzes Wochenende nicht ersetzen. Aber es war halt schon trotzdem cool, da einfach auch nur auf der FedCon am Samstag da zu sein. War auf jeden Fall richtig cool. So, dann bin ich größtenteils dann wieder rumgelaufen. Da war dann auch, nee. Quasi, ach so, Autogrammstunde ist aufgebaut worden, genau. Bin ich dann auch, habe ich dann auch mit dir, warte mal, wann war die? Ach ja, genau, okay. Dann habe ich mich, oder habe ich die anderen wieder so um halb eins, Quatsch, halb eins, halb zwei, habe ich die, glaube ich, auch wieder getroffen und habe ihnen erstmal voller Freude das Foto präsentiert, wo ich auch mega stolz auf bin. Noch drauf bin. Ihr merkt wirklich, ich bin es tut mir halt einfach so gut. Ich komme da aus dem Lächeln gar nicht mehr raus, weil es war halt einfach ein so schöner Moment. Aber das war nur einer von beiden. Es war nur einer von zweien. Der andere, der kommt dann später. Den zeige ich euch dann später. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich erstmal einen Schluck trinken würde. Ich glaube, ich werde euch mal
einen Link von meinem Discord mal hier in Twitch reinschicken. Leute einladen. So. Damit ich einfach noch mal im. Damit ihr jetzt einfach mal auf meinem Discord finden könnt und damit er da einfach mal raufgehen kann. Der ist noch nicht fertig, aber zum größten Teil ist er schon fertig. Ja. Da ist halt noch so gut wie nichts los, weil, ja. Bin noch nicht so richtig durchgestartet, aber der ist halt schon mal da. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich sollte jetzt die Klappe halten. So, auf jeden Fall. Ich meine zumindest, bin ich dann rumgelaufen und dann so um 1:30 bin ich dann wieder auf die anderen gestolpert oder habe sie dann wieder getroffen und habe ihnen dann das Foto präsentiert. Und da bin ich auch wirklich mega stolz drauf gewesen. Und dann so um, und dann um 2 etwa, beziehungsweise 2:10, haben wir uns dann in den zweiten Saal gesetzt, in den Beethoven-Saal. Ich lasse es einfach offen, genau. So wie vorhin. Hoppala. Hoppala. Auf jeden Fall habe ich mich dann mit dem Alex reingesetzt, weil es hat uns einfach beide interessiert. Ich glaube, ihn, ja, weil wegen dem Thema und wegen Björn Stölter, weil Alex hat Björn Stölter auf der Comic-Con, glaube ich, getroffen. Und da war er zu Gast, beziehungsweise, ja, der Alex, also quasi Schrägstrich Trackwelten, wurde dann auf der Comic-Con eingeladen, bei einem Panel dabei zu sein, Gesprächspartner zu sein. Da war er auch mega happy drüber. Und das hat er auch in seinem Stream, glaube ich, gesagt. Mehr ist er jetzt erstmal nicht. Ja, deswegen glaube ich, dass er da auch hingegangen ist wegen Björn Sylter. Ja, und mich hat das Thema eigentlich interessiert, Planet Track FM Live. Also das ist quasi ein Live-Podcast gewesen. Das hat man jetzt auch nur heute gehört, also am Samstag gehört. Und das ist quasi live gesendet worden. Ja, und das Thema war auf jeden Fall sehr interessant. Da ging es halt hauptsächlich drum um New Track, um, ja, um wie man halt versucht hat, New Track, also aus deren Sicht New Track, interessant für die nächsten, beziehungsweise für die alten Hasen zu machen. Also ich finde, das haben sie relativ gut geschafft. Auch wenn sie ein paar Punkte erwähnt haben, die treffend waren. Also, dass sie jetzt Staffel 1 PK versenkt haben. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Sie haben es halt nur ein bisschen, ja, dürr erzählt. Aber dann finde ich die, so wie sie es ausgedrückt haben, doch relativ richtig, dass sie halt am Ende sehr viel geplant haben, aber dann zu wenig Zeit gehabt haben, das alles noch reinzupacken. Das war halt schlecht geplant, sage ich jetzt mal. Das war unter anderem halt Thema. Und ich glaube, so ein kleines Thema, was sie da angeschnitten haben, war, ich glaube, das war ganz am Anfang, glaube ich, wo sie es gesagt haben, ob es zu viel Fanservice, genau. Super. Ob es zu viel Fanservice in Staffel 3 PK gegeben hat. Ich auf jeden Fall gesagt, nein. Und dann hat sich die vor uns quasi rumgedreht und dann hat sie gesagt, ja, genau. Der Meinung bin ich auch, so in etwa. Und da habe ich mich auch einfach nur so bestätigt gefühlt. Und irgendwann in dem Panel wurde gefragt, ob Star Trek Discovery Fans gab. Also ich mag ja alles, mit Ausnahme von TAS auf jeden Fall. TAS, oh, das ist Schublade. TOS geht mittlerweile, aber alles andere ist super. Also toll bis super. Toll bis extrem super. Okay, ich mache mal die Spannbreite so etwa. Und Discovery liegt halt so quasi in der Mitte mit Richtung auf zur besseren Seite. Weil ich halt dieses ganze Weltraum-Raumschiff Star Trek-Drama irgendwie auch irgendwie cool fand. Weil meiner Meinung nach hätte sowas schon längst mal irgendwie als Ferie, als Ferie,
Mann, was ist denn mit mir los? Als Serie irgendwie gedreht werden müssen. Da, und ich finde halt Discovery halt irgendwie so cool und irgendwie so, mit diesen Ansätzen auch so cool. Und auch völlig für mich überraschend habe ich dann so, wuh! Und Alex dann direkt neben mir, also dass du Discovery machst, also dass du so Discovery machst, das war mir nicht so klar. Das war auch völlig auch für mich überraschend, dass ich so auf einmal so angefangen habe. So nur für ein paar Sekunden so dieses Wuh! Und dann so ein paar Sekunden geklappt. Also vor allem dieses Wuh, wo ich mich jetzt nur frage, wo kommt das denn her? Aber auf jeden Fall bin ich ein Fan von der Discovery bzw. von der CrossFit, weil die halt einfach cool aussieht. Und halt nach einem interessanten Schema funktioniert. Also vor allem mit ihrem Sporenantrieb. Da ist er halt in der hingehend einzigartig. Das war auch einer der Beweggründe für mich, ins Do zu sagen, okay, ich hole mir das 10. Jubiläumspaket. Weil ich einfach die CrossFit zu so cool fand. Aber nicht nur die CrossFit, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall fand ich das Panel auch sehr interessant und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ja, an einiges. Und aber ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen und ich habe. Ja, ich glaube, ich habe gerade gelogen. Ich kann mich jetzt nur noch an wenig erinnern. Aber auf jeden Fall an so Bruchstücke. Aber es ist für mich gerade zu kompliziert, das in Worte zu fassen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall fand ich das Panel, was mir in Erinnerung blieb, auf jeden Fall sehr cool gemacht. Auf jeden Fall, so von der Art her. Das waren ja zwei Leute, die sich darüber unterhalten haben. Ein älterer Herr, der, glaube ich, auch Storyschreiber ist und halt Björn Sülter, der Star Trek Journalist, also der Sci-Fi Journalist. Und die Unterhaltung zwischen den beiden, beziehungsweise dann ein paar Mal mit dem Publikum, fand ich auch sehr interessant und toll. Und ja, insgesamt fand ich es halt einfach toll. Kann ich nicht anders sagen. Und das Panel ging insgesamt eine Stunde lang. Aber ich glaube, das war für die auch nicht lang genug. Da hätten sie sich noch ein bisschen länger drüber unterhalten können. Aber das Panel war dann so für eine Stunde angedacht, dann müssen sie irgendwann auch einen Cut machen. So, dann bin ich, glaube ich, wieder eine Stunde lang rumgelaufen, irgendwie, irgendwann so rum. Und ja, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich wusste auf jeden Fall, weil sie es angekündigt hatten. Im September letzten Jahres auf der Destination Star Trek war auch Blue Bricks dabei. Also unter anderem Niklas, Sascha, Alexander und Tamara. Und mir sagen halt die vier Begriffe, beziehungsweise die vier Namen was, weil ich habe sehr oft, wirklich öfter, als mir eigentlich lieb war, halt einfach so nebenbei zur Unterhaltung, habe ich halt Bird of Play the Dreist-Lutz Video von seiner und seinen Rückblick auf die Destination Star Trek letztes Jahr angeguckt. Und da war halt auch Brubix dabei. Und von denen her kannte ich die da schon. Und dann irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, habe ich auf jeden Fall Kontakt zu Tamara aufgenommen. Und da hat sich das halt einfach irgendwie so ergeben. Und ich folge ihr auch schon seit einer Weile auf Instagram. Und wenn ich euch das Bild dann auf Instagram beziehungsweise dann in dann vielleicht auch als Vlog auf YouTube zeige, dann werde ich da auf jeden Fall vielleicht da mal einen Link reinsetzen. Aber auf jeden Fall in Instagram. Aber dann auf YouTube, da muss ich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich sie irgendwann gefunden, irgendwie so im Mittelteil an der schwarzen Leinwand. Ach ja, das muss ich auch noch dazu sagen, so im Mittelbereich. Aua. Gerade an die eigene Nase gestoßen. Auf jeden Fall zur Wand, wo es dann halt zurückging, beziehungsweise wo dann halt der Eingang zum hinteren Teil, zum Maritimsaal war. Ja, und der große Saal, der wirklich mehrere Ränge hat und der halt so da oben die Ränge hatte, der halt wirklich der größte Raum von allen drei war. Das ist halt der Maritimsaal. Und ja, da ging es halt
vom Mittelteil aus dann direkt, wenn man geradeaus lang geht zum Maritimsaal. Und an der Wand, wo es halt der Eingang, Schrägstrich Ausgang zu den hinteren Bereichen, quasi zur Bar und zur Umkleide, Quatsch, Umkleide, zur Rezeption quasi geht und zur Anmeldung. Da an der Wand, da war ein Stargate aufgebaut. Und da konnte man auch Fotos machen. Und ich weiß noch, ich glaube, das hat Alex bzw. Trackwelden auch irgendwie erwähnt, in seinem zweiten Vlog-Rückblick, glaube ich, war das, wo dann fast die gesamte Crew von Stargate, also Richard Dean Anderson, Amanda Tapping oder so, warte mal, ich cheat jetzt mal ganz kurz und guck mal auf den Namen. Amanda Tapping, genau. Und Ben Broder war es, glaube ich. Also mir sagen halt die Namen von Stargate Atlantis nicht jetzt nicht so viel, weil ich habe halt irgendwann mal die Serie gesehen, aber halt nur so sporadisch, wenn es halt gerade mal dran kam. Und ich habe jetzt die Serie nicht wirklich ganz gesehen. Die Serie jetzt ist ja auch wieder so ein mehrteiliges Franchise, so wie halt Star Trek. Aber halt wirklich nur so sporadisch. Aber mir sagen halt die Hauptnamen halt was. Was so Richard Dean Anderson, Amanda Tamming und was ich relativ schade fand, wer auf der FatCon nicht da war, war Christopher Judge, der Tia gespielt hat. Und vielleicht wäre dann auch Lutz gekommen, weil, sag schon, Christopher Judge hat Kratos in God of War synchronisiert, in dem Computerspiel God of War. Und dann auch dann später im Jahr 2020 war es, glaube ich, God of War Ragnarök. Ich glaube, dann wäre Lutz auch gekommen, was sich dann auch nochmal cooler gefunden hätte, dass er dann nochmal da war, aber er war halt leider nicht da. Fand ich schade, aber ja, konnte man halt nichts dran ändern. Wäre halt schöner gewesen. Hätte ich schöner gefunden, wenn er da gewesen wäre. Vielleicht auch zusammen mit Tamina. Ja, aber okay. Sie waren halt jetzt nicht leider da. Ist halt leider so. Fand ich halt schade. Finde ich jetzt auch nur ein bisschen schade, aber. Okay, auf jeden Fall fand ich das auch richtig cool, da zu beobachten, als dann so die Hauptzeit war, wo dann die ganzen, ja genau, Star Trek Shoot, genau, ja, das war da genauso zwischendrin. Bevor ich mein spontanes zweites Foto gemacht habe und nach dem Panel mit Björn Sulter und Christian Humberg, also Planet Trek FM Live hieß das Panel. Und dazwischen da in der Zeitspanne dazwischen, oder war es dann danach? Da kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr so erinnern. Auf jeden Fall irgendwann ist uns halt beiden aufgefallen, ja, stimmt, da steht das Stargate. Und das leuchtet auch wirklich, gab es auch eine Konsole oder so, wo er dann aufgeleuchtet hat, das sah auf jeden Fall richtig cool und fancy aus. Das war richtig cool. Und wo ich gerade noch im Mittelteil bin, die Preise für, also die FatCon an sich ist schon relativ kostengünstig, würde ich mal sagen. Also im Gegensatz zur Destination Star Trek auf jeden Fall. Für mich hat es leider nur für ein Tagesticket Samstag gereicht. Aber trotzdem, ich habe zwar leider keine Geschenktasche und kein so Dings bekommen, wie die beiden FatCons davor. Vielleicht, wenn die Umstände mitspielen, vielleicht, wenn die Umstände mitspielen, werde ich dann vielleicht nächstes Jahr auf der FedCon wieder mit dabei sein. Oder vielleicht bei der anderen Veranstaltung, aber dazu komme ich dann später nochmal. Ich muss erstmal wieder ein Stück trinken, weil der Hals trocknet bei mir relativ schnell aus. Weil ich bin gar nicht so viel, so gewohnt, so viel zu reden. Auf jeden Fall die Preise waren cool, waren auf jeden Fall toll. Also, ich sag mal zwischen 5 bis, ich würde mal schätzen, 70, allerhöchstens 75 € haben die Sachen, die Gegenstände in den Räumen, in den Händlerräumen gekostet. Maximal, also wirklich maximal 75 €. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Also, da gab es wirklich allerlei Sachen. Also da gab es
Bücher von Star Trek. Da gab es Romane, also Bücher, schrecklich Romane. Da gab es auch Bilder mit den Bilder von Stargate, von Star Trek, Star Wars. Da halt so ein bisschen was. Und dann halt auch so ein paar Gegenstände, wie unter anderem den hier. Oder sowas in der Art. Und ich weiß noch, es gab zwei Stände. Zwei Stände mit Igelmos Star Trek Modell. Einmal, da war im ersten Händlerraum, da waren keine Spezialausgaben dabei, aber dafür eine Kiste, also die Modelle waren halt so oft ausgestellt, so auf dem Tisch. Das waren wirklich sehr, sehr viele. Und plus dann halt noch den zweiten Stand mit Igelmos Star Trek Raumschiffsmodellen. Und da gab es halt neben dran eine Kiste bzw. eine Wanne mit Star Trek Igelmos Modellen plus Magazin, original verpackt, für 10 Euro. Wo ich mir dann auch gedacht habe, so richtig cool, dass man dann vor allem dann noch das Magazin da hat und vor allem, dass es dann 10 Euro nur kostet. Also das waren halt normale Ausgaben, sage ich jetzt mal. Also das waren halt normale, so die regulären Ausgaben. Das finde ich halt auch richtig cool, dass man dann, dass es halt so nie, dass es halt zu wenig gekostet hat, weil mit der Gruppe beziehungsweise mit dem einen Typen, mit dem ich mich dann unterhalten habe, an genau diesem Stand, wo die Kiste beziehungsweise die Wanne daneben war, da bin ich halt irgendwann mal reingekommen, stand diese Gruppe von Typen da und haben sich da über die Schiffe unterhalten und dann bin ich irgendwann mal, habe ich mir die Schiffe nochmal angesehen und da bin ich irgendwann mal da reingegangen und habe gesagt, ja, so und so. Ich glaube, da hat man, ich glaube, da kam ich dazu, wo das Schiff dann aufgetaucht ist, weil ich bin halt Nerd und ich weiß da sowas. Ich weiß halt vieles. Und also vieles, aber jetzt halt nicht alles. Weil, also wenn ich alles wüsste von Star Trek, also auch die Physiologie und wie das die Physik in Star Trek funktioniert. Ich glaube, dann könnte ich Professor sein. Also wirklich, dann könnte ich wirklich Professor für Physik sein, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich mich da in die Konversation quasi eingemischt und habe da so, auch so ein bisschen erzählt von meinen Erfahrungen und wie ich die Schiffe finde. Also zum Beispiel die beiden Sini-Schiffe, also das Primatenschiff zum Beispiel, ein Modell, was ich mir eigentlich auch ganz gerne gekauft habe, aber es hat halt mein Budget leider nicht hergegeben, beziehungsweise es gibt es nicht her. Vielleicht nächstes Jahr auf der FedCon, vielleicht auch auf der anderen Veranstaltung, aber dann später, wie gesagt, dazu mehr. Und ja, einfach haben wir uns da so über die Modelle unterhalten und ich fand es auch cool, diese Unterhaltung. Aber ich glaube, das war dann später, im späteren, so Nachmittag, glaube ich. Auf jeden Fall fand ich die Unterhaltung mit den Typen richtig cool. Ja, ich muss wieder was trinken. Und ja, der zweite Stand, der war im zweiten Händlerraum, beziehungsweise ja, im anderen Raum, da wo es dann halt auch unter anderem den hier gab und die anderen Pins, also unter anderem meinen ersten Vice Admiral Rang Pin und beziehungsweise dann das hier aus Metall. Warte mal. Das hier aus Metall und das Admiral-Rang-Pin aus Metall. Und ja, da war auch Star Trek Igelmos-Modelle ausgestellt. Oder war das kurz davor? Ich glaube, das war kurz davor. Kurz bevor man in den Raum reingegangen ist. Weil das waren so mehrere Gänge. Okay, dann war das, glaube ich, dann war das doch in dem gleichen Raum wie. Wie bei denen. Quatsch. Nee, das war eben so. Oh mein. Da bringe ich wieder Sachen durcheinander. das war halt im gleichen Raum wie die anderen Igelmos-Modelle. Also Star Trek Igelmos-Modelle, wo die halt drin waren. Und dann der zweite, der hatten reguläre Ausgaben, aber auch Spezialausgaben. Unter anderem das Sonar-Kommandoschiff, was man in Star Trek der Aufstand gesehen hat, unter dem Kommando von Ruafo. Und auch die Regular-Basis, die man in Staffel 2, die man im Star Trek Kinofilm 2 gesehen hat. Oder halt einfach auch umgekippt im ersten Kinofilm. Aber ich finde halt Regular echt so cool, weil Regular
also das Modell von der Regula-Station, hat man dann später im Dominion-Krieg, beziehungsweise in Deep Space Nine, dann nochmal verwendet. Da hat man halt einfach dieses große braune, sag ich jetzt schon, sag ich jetzt mal, sag ich jetzt, dieses Modul quasi weggelassen und dann nur das obere gehabt, sodass man nur dann diese Kuppel da oben hatte, halt mit dem Kommandostationsgedöns und halt mit den vier Kuppeln nebendran. Das finde ich halt auch richtig cool. Deswegen hätte ich gerne Regula gehabt, aber ist jetzt egal. Ich glaube, die Tage müsste dann auch eines meiner letzten Modelle kommen, was ich mir auf jeden Fall wünsche. Weil ich habe mir auf jeden Fall zwei Modelle bestellt von Master Replicas. Das muss ich jetzt auch noch mal kurz dazu sagen. Einmal die Jupiter-Station, weil die finde ich halt richtig cool. Und es gehört halt zur Sol-Ausstattung. Und vor allem nach Star Trek Online, nach dem letzten Arc mit den Terranern, ist mir halt dann noch mal bewusst geworden, wie sehr ich die Jupiter-Station mag und wie sehr ich die eigentlich haben möchte. Da habe ich mir die einfach auf Replikas nochmal gekauft. Und unter anderem bin ich halt nicht dazu gekommen, als es noch Eagle Moss vertrieben hat selber, bin ich halt nie dazu gekommen, entweder hat das Geld gefehlt oder der Zeitpunkt war unpassend, dass ich mir einfach nicht die Vesta, die Luna-Klasse, also die originale Titan von Riker und die Voyager aus dem 32, also die 32er Intrepid gekauft habe. Das habe ich wirklich sehr bereut, als dann Eagle Moss zugemacht hat. Und ja, jetzt die Tage müsste, glaube ich, dann die Luna Titan ankommen bei mir hier. Da bin ich auf jeden Fall auch mega stolz drauf, dass ich das dann auch endlich habe. Und ja, da fehlen dann halt mir nur noch zu meiner persönlichen Sammlung, also Star Trek Eagle Moss Raumschiff-Sammlung, die Vesta und die 32er Intrepid. Und was ich jetzt die Tage gesehen habe, allen Freitag wird das ja immer wieder aktualisiert mit der neuen Sammlung, beziehungsweise mit den neuen Ausgaben. Was neu und unveröffentlicht war, was ich gesehen habe, war die Fürsorger-Phalanx. Ich meine, wie geil ist das denn bitte? Die hat man noch nie gesehen bei Eagle Moss. Ich glaube, die war neu, die ist neu dazu gekommen. Entweder hat die Master Replicas gemacht oder das war noch aus dem Bestand von Eagle Moss, bevor sie es angekündigt hatten. Auf jeden Fall finde ich das richtig cool, dass die Fürsorgerphalanx aus der ersten, beziehungsweise aus dem Zweiteiler, aus dem Anfangszweiteiler von Voyager auch jetzt da im Handel drin ist, was ich richtig cool finde. Ja, aber ich werde sie mir nicht holen, weil, ja, das Geld ist mir dann doch ein bisschen, ja, ich brauche es noch, ich brauche es noch für andere Sachen, also unter anderem für Streamingdienste. Um halt meine Kosten decken zu können. Ja, also wie gesagt, was mir jetzt noch fehlen würde, theoretisch, ist die Vesta-Klasse, also von die Vesta von Captain Dex, also die Eventime, die 32er Intrepid, also die Voyager J, die finde ich halt wirklich mega cool. Dann möglicherweise, worauf ich aber auch theoretisch verzichten könnte, also die beiden, die möchte ich auf jeden Fall haben, um meine Sammlung zu vervollständigen. Wie gesagt, den Sini-Primatenkreuzer, eventuell die Regular-Basis. Und ja, ich glaube, irgendwas Fünftes war es noch. Da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Beziehungsweise da müsste ich meine Liste mal kurz durchgehen, aber Handy ist ja in Benutzung. Leider. Aber egal. Auf jeden Fall die vier hätte ich noch gerne. Also die zwei auf jeden Fall. Aber auf die anderen beiden könnte ich auch verzichten. So, genug der Werbung. Kommen wir wieder zu FatCon. Nee, das war das Falsche. So. Ja, dann kam es dann irgendwann dazu, dass ich mein zweites Foto gemacht habe. Mein spontanes zweites Foto. Da konnte man zum Glück mit Kreditkarte bezahlen. Das ging zum Glück. Und ja, da fand ich. Ich unter anderem halt von Lutz Video, von seinem Rückblick, wusste ich dann halt auch, dass es den German Spock gab. Und ich war auch so happy, als ich gesehen habe, dass German Spock auf der Convention ist. Der war halt auch wirklich eingetragen in der Fotosession-Liste.
Den fand ich so mega cool in Jude. Ich hab mir von ihm schon vorher, ich zeige jetzt einfach mal, das Autogramm geholt. Na, wo ist es denn? Hier ist es. Das Autogramm habe ich mir bei seinem Stand abgeholt. Ich halte es mal in die Kamera. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hoppala. Auf jeden Fall richtig cool. Und ja, irgendwann danach, also halt dann, wo ich mich an die Fotosession angestellt habe, waren zum Glück nicht so viele. Also da kamen alle relativ schnell weg. Das Problem war da, als dann die Fotosession mit Jens Dombeck alias German Spock war, war da auch gleichzeitig die Autogrammstunde. Also was ich eigentlich cool gefunden habe, weil ich habe dann ein mir bekanntes Gesicht gesehen, womit was sag schon, mit dem ich mich schon vorher abgelichtet habe, und zwar Christina Chong, und zwar ganz an der linken Seite, halt mit ihrem Body, also ich glaube Bodyguard oder so, auf jeden Fall mit ihrem Begleiter. Und da konnte ich mir halt einfach, ja, das fand ich halt einfach so cool, dass ich sie dann noch mehr gesehen habe. Aber dann meine zwei anderen Highlights mit ihr, die kommen dann noch. Die kommen noch. Da wurde dann uns aber dann gesagt, wir müssen dann außen rumlaufen, also quasi, ja, um das Mittelteil rum, weil in der Mitte geht's runter. Dann konnte man auf jeden Fall gut runtersehen und sich einen guten Überblick verschaffen. Wie schon vorhin gesagt. Und ja, da muss man einmal rumlaufen, weil wegen Autogramme gibt es da. Normalerweise gibt es drei Schlangen für die Fotosessions, aber zwei dieser drei Reihen für die Schlange, die waren halt für die Autogramme da. Wenn nicht sogar alle drei. Auf jeden Fall standen wir da so quasi vor denen da. Haben uns möglicherweise, also unter anderem ich, halt Kreditkarte genommen und dann das Foto gezahlt. War nicht, zum Glück nicht so viel, hat nur 10 € gekostet. Da habe ich mir gedacht, okay, ich nehme jetzt einfach mal die 10 € in die Hand und mache ein Foto mit ihm. Weil das wollte ich mir auf jeden Fall auch nicht nehmen lassen, mit ihm ein Foto zu machen. Und zwischendrin habe ich mich auch schon wieder umgezogen. Also quasi in mein zweites Cosplay reingeschlüpft. Was auch ein bisschen Zeit gekostet hat. Und ja, weil ich dann Vice Admiral war, also da habe ich meine Admiralsjacke von NETNG, also DS9 und, nee, bei Voy war sie glaube ich auch schon nicht mehr. Also man hat die Jacke in Voyager nur in der Folge Zeitschiff Relativity gesehen, als Admiral Patterson Captain Janeway die Voyager gezeigt hat. Die Jacke, die meine ich. Und da habe ich mich halt schon wieder umgezogen und da war halt ich halt Vice Admiral. Und da wollte ich halt so auch so ein bisschen, ja, hierarchisch und so ein bisschen, ja, selbstsicher auftreten. Und dann ist halt dieses Foto entstanden. Da bin ich auch mega stolz drauf, dass ich mich mit German Spock abgelichtet habe. Das konnte ich mir halt nicht nehmen lassen, mit ihm nochmal ein Foto wirklich zu machen. Das fand ich auch richtig cool. Da war ich auf jeden Fall auch glücklich darüber, dass ich das hatte. Also. Da war ich. Ah, das war einfach auch schön. So, das waren meine beiden Fotos und mein Autogramm. Das Autogramm hat nichts gekostet, zum Glück, weil sonst hätte ich das Autogramm nicht mitgenommen. Bin ich ganz ehrlich. Auf jeden Fall. German Spock war da. Und nicht nur er. German Saru war auch da. Also wer Lutz Rückblickvideo gesehen hat, also das, was fast eine Stunde und 10 Minuten geht, der weiß, German Saru ist Maskenbildner. Und der ist auch auf der FedCon mit einer perfekten Saru-Maske über die gesamte Convention gelaufen. Der hat sich dann auch später nochmal umgezogen, was ich dann beobachtet habe. Ich kann euch dann später nochmal die Fotogalerie zeigen, die ich hier überspielt habe. Und ja, da ist er dann auch auf jeden Fall mit einer Frau. Ich weiß nicht, ob das seine Schwester oder tatsächlich seine Freundin, Schrägstrich Frau ist. Ist er da auch über die FedCon rübergelaufen und
da habe ich es mir auch nicht nehmen lassen können, mich mit den beiden nochmal ablichten zu lassen, beziehungsweise mich zu fotografieren zu lassen, mich fotografieren zu lassen. Das fand ich halt auch einfach richtig, richtig cool. Ja, dann habe ich mich irgendwann wieder mit Alex Gellin und Alex seiner Freundin, Schrägstrich Frau, getroffen. Bin dann halt wieder so ein bisschen rumgelaufen. Ich glaube, dann war da auch, wo ich mich mit den Typen unterhalten habe, beziehungsweise mit der Gruppe von Typen und mich dann mit dem einen so richtig gut unterhalten habe. Dann haben wir uns halt irgendwann getrennt, beziehungsweise sie sind dann irgendwann wieder losgegangen. Und ja, dann habe ich wieder irgendwann ja, mich so rumgetrieben. Und irgendwann habe ich dann auch die Leute von Blue Bricks getroffen. Also wirklich, jetzt komme ich dazu. Dann habe ich weil ich habe schon die ganze Zeit lang, als ich schon rumgelaufen bin, habe ich zweimal die gleiche Person angeschwätzt, beziehungsweise sag schon, ja, auf jeden Fall angesprochen, genau. Aber das war dann die gleiche, die ich dann verwechselt habe, die ähnlich aussieht wie Tamara, aber nicht ganz so. Und da habe ich mich auch so ein bisschen drüber über mich geärgert, dass ich sie verwechselt habe. Aber das Gesicht sieht tatsächlich so ähnlich aus wie das von Tamara. Aber dann, wie gesagt, an der schwarzen Wand, wo man sich auch, glaube ich, fotografieren lassen konnte, aber was so special war, keine Ahnung, habe nicht weiter nachgefragt. Dann habe ich irgendwann Leute von Blue Bricks getroffen und dann habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt nicht Tamara und Niklas sind, dann weiß ich auch nicht. Weil ich wusste von Instagram her, von den Stories, dass sie auch zur FatCon gefahren sind. Und ich glaube auch nur Samstag, Sonntag. Also auf Samstag waren sie auf jeden Fall da. Und ja, da bin ich einfach zu ihnen hingelaufen, wo ich auch mega stolz auf mich bin, dass ich mich das getraut habe. Im Übrigen, ich bin auch so stolz, dass ich mich was anderes getraut habe, aber dazu komme ich dann gleich nochmal. Das ist wirklich mein absolutes Highlight, was ich auf der FatCon erlebt habe, wirklich. Da kann ich euch dann später auch das Video zeigen. Da gibt es ein Video allerdings nicht von mir aufgenommen, sondern allerdings von Alex, seiner Freundin, Schrägstrich Frau. Da bin ich auch ihr mega dankbar, dass sie das gemacht hat, weil ich habe da einfach an dem Moment überhaupt nicht dran gedacht. Aber auf jeden Fall cool, dass es gemacht hat. Da nochmal riesen vielen Dank dafür. So, dann, wie gesagt, habe ich Tamara und Niklas gesehen, hab Tamara so angestürzt, hallo, und dann haben wir uns so kennengelernt, so wirklich von Angesicht zu Angesicht kennengelernt und begrüßt. Ja. Wir haben uns umarmt, was ich auch richtig schön fand, so richtig herzerwärmend und so toll. Und ja, haben wir uns doch mal unterhalten, aber sie waren eigentlich so. Ich wollte ihr eigentlich Bilder zeigen von den FatCons davor, aber da sind wir halt immer wieder unterbrochen worden, weil was los war, weil sie einen Fototermin hatte, weil jetzt gerade das erste Mal sie Fotos machen musste mit ihrer Gruppe, die da waren, die so Star Trek Enterprise Uniform hatten, sie unter anderem halt auch, was ich auch richtig cool finde. Haben sie richtig toll gemacht. Die Uniform war richtig geil. Was ich auch auf Instagram gesehen habe, war richtig cool. Tamara, was ich halt rausgehört habe, was ich glaube ich auch hier nochmal laut sagen kann, ist das übelste Enterprise-Fangirl, also Star Trek Enterprise-Fangirl. Und auf dieser FatCon, auf der FatCon 31, also dieses Jahr, was jetzt das Wochenende war, waren halt wieder Conor Trenier alias Commander Charles Tucker III., abgekürzt auch Trip, und Dominic Keating alias Malcolm Reed da. Und ihn habe ich dann später auch nochmal gesehen, aber da komme ich dann zum Schluss zu. Ja. Da hatte sie halt diese Star Trek Enterprise Uniform an und ich fand es auch so richtig cool. Und vor allem diese Abzeichen, die Archer und seine Crew hier hatten, die konnte man auch runternehmen von der Uniform. Da war halt an das Ding da, wo dran das befestigt war. Aber das fand ich auf jeden Fall auch richtig, richtig cool. Richtig tolle, detaillierte Arbeit. Ja, das fand ich halt auch dann richtig cool. So, jetzt brauche ich nochmal das Programmheft, weil irgendwann ging es dann los, genau. Um 18 Uhr, irgendwann, ja,
da. Irgendwann habe ich mich hingelegt, weil ich konnte da wirklich schon nicht mehr. Mir war so ein bisschen schwindelig. Und ich habe mir einfach die Füße hochgelegt. Und ist mir dann aber eingefallen, ups, um 18 Uhr geht das, oder ist das Panel mit Christina schon losgegangen. Da bin ich dann zum Maritimen Saal, habe mich dann oben hingesetzt, weil ich habe nur Tagesticket und die Tagestickettler dürfen nur nach oben auf die Ränge. Was ich auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann. Und ja, auf jeden Fall saß ich dann da. Ich habe nur so ein bisschen was verstanden und ich kann mich jetzt auch an wenig erinnern. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen so 50 bis 70% verstanden, aber ich kann mich da halt wirklich an so gut wie gar nichts mehr dran erinnern. Was eher traurig als lustig ist. Aber auf jeden Fall auch war es toll, sie da so zu sehen. Und ich habe da auch während des Panels ein paar Fotos gemacht, die zeige ich euch dann gleich. Kommt denn das Haar auf einmal her? Ja, auf jeden Fall habe ich so beobachtet. Und irgendwann kam da so der Moment. Ich glaube, das war so an der Hälfte oder so. Oder so zum Dreiviertel. Ich weiß halt nicht mehr genau wann. Ich glaube, so zwischen Hälfte und Dreiviertel der Zeit. Moment mal, wie lange ging das nochmal? Ich glaube, eine Dreiviertelstunde. Ja, genau, eine Dreiviertelstunde. Irgendwann kam mir halt der Gedanke, weil ich wusste, dass sie leidenschaftlich gerne auf TikTok tanzt, diese TikTok-Tänze. Und da hatte ich halt schon eine Frage parat, wo ich mir dann 5 Minuten überlegt habe, okay, weil in der Nähe war ein Mikrofon. Und wer die Fatcon kennt, der weiß, da kann man da hinlaufen und dann kann man zum Mikrofon gehen. Und wenn dann ein Scheinwerfer auf einen gerichtet ist, dann kann man die Person, also den Star, in dem Fall halt Christina Chong, eine Frage stellen. Und ja, da habe ich dann 5 Minuten überlegt. Also theoretisch, ich hatte die Frage. Es war jetzt halt nur eine Sache des Trauens, also ja, des Überwindens auf jeden Fall. Dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich gehe jetzt einfach nach da vorne und setze mich an die Treppe, weil da war die Treppe kurz davor, da habe ich mich hingesetzt, weil da war halt so dieser Zwischengang, wo man halt sich irgendwo halt dann auf die Stühle hinsetzen konnte. Und da war halt schon einer von vorne. Ich war da zum Glück auch nicht zu sehen, als er seine Frage gestellt hat. Da war ich so im toten Winkel von der Kamera. Und ja, dann, als dann das Scheinwerferlicht wieder wegging und er wegging, ich glaube, das war ein Typ, hab ich dann total weiche Knie gekriegt, als ich mich aufgestellt habe. Und da, mein ganzer Körper hatte Angst sozusagen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich es wirklich anders beschreiben soll, außer ich hatte Angst am ganzen Körper. Weil ich so groß Angst hatte, irgendwie. Vor allem, ich kannte nicht mal sowas, die Situation. Von einem Fan, also von mir quasi, einem Star eine Frage stellen. Und dann war es irgendwann soweit und ich war mega aufgeregt und dann scheinbar war ich, das war wirklich krass krank hell, was irgendeiner der Kollegen beziehungsweise der Typen, der eine Frage gestellt hat, auf jeden Fall auch gesagt hat. Aber ich wollte dazu nicht sagen. Erstens hatte ich die Worte dafür nicht im Englischen. Zweitens wollte ich es halt auch einfach nicht sagen, weil es wirkt dann irgendwie hoffentlich so ein bisschen professioneller. Bilde ich mir zumindest ein. Auf jeden Fall habe ich dann diese Frage gestellt. Und ich kann es ja schon mal so ein bisschen sagen im Voraus. Also ich habe es ja erstmal überall gelobt, wo ich sie gesehen habe und wo ich mich dann auch daran erinnern konnte. Also allem voran halt Stranger Worlds. Dann in der einen Szene, in der Flugzeugszene in Johnny English, jetzt erst recht, wo man sie kurz gesehen hat. Und dann im Tom and Jerry-Film, teilweise animiert, größtenteils aber halt so Real-Life-Film, der 2021 rausgekommen ist, wo ich im Kino war. Da hat man sie auch gesehen und da fand ich sie halt auch richtig toll. Und da hat sie dann irgendwas gesagt. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall hat das auf jeden Fall für einen kurzen Lacher geführt.
Und da habe ich sie halt gefragt, boah, kommt's jetzt raus oder nicht? Das habe ich nicht gefragt. Das habe ich nicht gefragt. Das habe ich nicht. Nein, das habe ich nicht gefragt. Nein, 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 nein. Ach nee, ach nee, 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 nee. Okay. Ich habe Christina Chang dann gefragt, wenn sie sich entscheiden müsste, wenn sie sich entscheiden müsste zwischen Tanzen und Schauspielern, beziehungsweise zwischen Dancing und Acting, wie ich es im Englischen genannt habe, was würde sie dann halt auswählen? Was wäre ihr Favorit? Dann hat sie halt gesagt, ich kann mich nicht entscheiden. I can't choose one. Ich kann nicht eins auswählen. Da hat sie gesagt, auf jeden Fall, was ich so ein bisschen im Verdacht hatte, so beides gleichzeitig, Schauspielern und Tanzen, was ich auf jeden Fall auch voll geil finde, vor der Kamera zu Schauspielern und zu tanzen, weil ich finde das auch irgendwie cool, so Schauspielern. Da hat mir Tamara auf jeden Fall gesagt, irgendwann, als ich sie das nächste Mal dann wieder getroffen habe, irgendwann, wir haben uns auf jeden Fall ein paar Mal, wir sind auf jeden Fall ein paar Mal über den Weg gelaufen, mindestens 3 bis 4 Mal. Inklusive dann das letzte Mal auf der Party an der Bar. War auch auf jeden Fall richtig cool. Da komme ich dann später dazu. Und ja, auf jeden Fall beides gleichzeitig. Und dann hat, ich wusste schon, was mir jetzt gerade so einfällt. Sie hat uns irgendwann vorher, weil einer der Fans sie dazu gebracht hat, beziehungsweise sie darauf aufmerksam gemacht hat, hat sie uns eine Kostprobe von ihrem Song. Den sie bald veröffentlicht am 16. Juni, also einen Tag nach der Premiere von Strange New Worlds Staffel 2 Folge 1, was ich auch richtig cool finde, was er dann auch so ein bisschen erzählt hat, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Irgendwie ist sie halt an das Plattenlabel und an den Plattenvertrag von Plattenlabel mit Ed Sheeran gekommen und die haben sie halt unter Vertrag genommen und da hat sie halt Musik produziert. Was ich auch richtig cool finde. Und Woche für Woche, wenn Strange New Worlds erscheint, ich glaube irgendwann 3, 4 Mal so, kommt dann eine Single. Die erste Single ist Twin Flames, die man auf jeden Fall auch auf TikTok gesehen hat und die man sehen kann. So ein bisschen das Video ein bisschen erahnen kann. Und dann die zweite Single, die sie uns dann so ein bisschen Vorgeschmack gegeben hat, war I'll have to choose oder sowas irgendwie in der Art. Da geht es halt darum, wie wir Menschen uns irgendwie zu Sachen entscheiden können und wie da die Entscheidungsfindung ist. Und als sie uns dann das angespielt hat oder vorgespielt hat, wurde halt der Vortrag von Lassie unterbrochen vom Moderator. Der hat es echt gut gemacht, also vor allem den Cosplay-Catwalk dann am Abend, am späteren Abend, was ich auch richtig cool fand. Und ja, da hat er dann leider unterbrochen. Ich wollte ihr eigentlich noch sagen, dass sie mich inspiriert hat auf TikTok, dann einen ihrer Tänze nachzumachen. Das war diese Flippercom. Das wäre jetzt, glaube ich, zu viel zu sagen. Auf jeden Fall hat sie mich da inspiriert, das ihr nachzumachen. Oder so ähnlich zu machen, auf jeden Fall. Das ist so gut wie möglich hat für mich zu machen. Weil ich bin leider kein professioneller Tänzer, leider. Ich wäre gerne einer, aber da bin ich halt Lichtjahre von weg. Wirklich Lichtjahre. Und sie halt ist da halt voll drin. Wäre ich auch gerne in ihrer Position. Ich kann das voll nachempfinden, was sie gesagt hat. Und ja, das war so wirklich dieses Highlight, dieses Teil 1 von, dieses Teil 1 Highlight. Und nach diesem Panel war dann erstmal ein bisschen Pause. Danach kam Terry Farewell, wo ich mich dann auch nochmal reingesetzt habe. Aber erstmal bin ich dann wieder raus, weil ich dann so ein bisschen Kopfschmerzen hatte. Und ja, da habe ich mich erstmal hingestellt an den Tisch in dem ersten Stock. Irgendwann habe ich gesehen, hoppala, da läuft ja Christina Chong. Ich habe sie da irgendwie so im Bereich so neben mir gesehen. Und dann, als ich mich dann an den Tisch hingestellt habe, so 1, 2 Minuten danach ist er an mir vorbeigelaufen. Ich wollte jetzt nicht sagen, weil irgendwie war das mir dann auch zu peinlich und ich habe mich dann auch nicht getraut,
ihr das nochmal zu sagen dann. Auf jeden Fall fand ich das auch so richtig cool. Das war zu Teil 2 dieses wirklich absoluten Highlight-Moments für mich. Das war halt. Da bin ich halt so richtig glücklich, da bin ich so überglücklich darüber, dass ich da war. Das war also wirklich, ja. Da habe ich mir jetzt so gedacht, ja, da hat sich's wirklich ausgezahlt, dass ich da war. Das war wirklich dieser Bestätigungsmoment, der mir gesagt hat, dafür bist du zur FedCon gegangen. Unter anderem bist du dafür zur FedCon gegangen, genau um das zu erleben. Was mir halt auch die Jahre, vor allem nach dem September letzten Jahres, nach der Destination Star Trek dann gefehlt hat. Und zwar finde ich es immer noch schade, dass ich kein Foto und kein Autogramm von Kate Mulgrew habe, was ich mir zusätzlich gekauft habe. Also das Foto, das Autogramm hatte ich da in meinem Ticket drinnen, glücklicherweise. Und ich glaube auch ein Autogramm von Anthony Montgomery. Da bin ich mir aber auch nicht mehr so ganz sicher. Ist ja egal. Es kann es zwar, ja, aber ich finde es halt trotzdem schön, dass ich ein Bild mit Christian Chong habe und dass er an mir vorbeigelaufen ist und dass ich mich getraut habe, ihr meine Frage zu stellen. Und dann quasi ich als Letzter. Und irgendwann, das war vorher, vor dem Panel, haben Niklas, Tamara und ich uns nochmal fotografieren lassen. Die Fotos zeige ich euch dann aber gleich, auf jeden Fall. Dann bin ich halt zurück zur Maritimen Sache gegangen, halt wegen dem Panel zu Terry Farrell, weil ich mir das halt auch nochmal angucken wollte, weil Terry Farrell, da war meine erste FedCon, da habe ich auch ein Foto mit ihr gemacht, das war so richtig cool, so richtig mutterlike, so, auf jeden Fall richtig cool. Und die hat sich aber auch echt verändert in den 7 Jahren. Ist alt geworden, man sieht sie ja an, auf jeden Fall. Aber trotzdem macht sie das auch irgendwie so sympathisch. Ja, es hatte irgendwie was, finde ich jetzt. Also wirklich ich kann es nur sagen, meine absolute momentan Lieblingsschauspielerin von Stranger Worlds ist Christina Chong, wirklich mit Abstand. Danach auf Platz 2 Jess Bush alias Krankenschwester Chapel. Sie finde ich auch richtig cool. Und ja, ich muss auch sagen, ich finde beides so voll hot. Also vor allem Christina Chong. Aber da zeige ich dann gleich nochmal was dazu, weil das hat mich dann auch so ein bisschen überrascht. Auf jeden Fall finde ich die ganze Hauptcrew von Stranger Worlds richtig cool. Und allem voran halt Christina Chong, Jess Bush, Anson Mount als Pike, Ethan Peck als neuer Spock, der Schauspieler von M'Benga. Dann Nummer 1, also Commander Onajin Riley, Rebecca Romijn, dann Erica Ortegas und die Schauspielerin, die finde ich auch cool. Und dann halt der Uhura-Ersatz, neue Schauspielerin. Die macht das aber auch richtig, richtig cool. Die macht das auch richtig gut. Aber hauptsächlich halt Christina Chong, Jess Bush, Anson Mount und Ethan Peck. Die 4 auf jeden Fall richtig cool. Und die beiden Damen halt. Und vor allem mit Christina Chong da. Da bin ich halt so wirklich überglücklich. Auch jetzt noch so. Ich glaube, da kann ich in 3 Wochen noch davon schwärmen. Weil es halt so wirklich ein toller Moment war für mich. So, dann war irgendwann der Cosplay Catwalk. Da habe ich mich dann auch irgendwann eingesetzt. Da habe ich auch irgendwann dann wieder den Alex und seine Freundin schrägstrich Frau gefunden. Habe ich mit denen unterhalten. Und ja, ich glaube, da habe ich auch Verbindungen hergestellt zwischen Alex, also Trackwelten und Blue Bricks, wo ich dann halt mit Alex unterwegs war und ich habe halt Tamara und Niklas zum Vorbeigehen gesehen. Und ich habe da angehalten, habe mich da noch ein bisschen und dann ist Alex umgedreht und hat dann, ja, und ich habe sie dann quasi zusammen miteinander bekannt gemacht. Und dann kam man auch zur Sprache, dass ich Moderator beim Alex bin und ich halt so ein kleiner Fanboy von Blue Bricks, weil ich finde, dass die Star Trek Modelle, die Blue Bricks herausgebracht hat, die sind halt schon richtig geil.
Entschuldigung, jetzt kam es endlich mal. Und so weiter hinterher. Auf jeden Fall den Delta Flyer, auf jeden Fall richtig cool, auch von dem Innenraum her richtig, richtig geil. Und das Danubio Runabout, was sich Lutz gekauft hat, auch richtig cool. Und ja, auf jeden Fall auch die anderen Modelle, die sehen richtig cool aus. Da gibt es ja drei Varianten, einmal ganz klein, einmal die mittlere und dann den ganz großen. Da müsste ich mich jetzt nochmal im Shop umsehen, aber auf jeden Fall sind alle Modelle so richtig cool. Und Niklas ist ja der, die Modelle entworfen hat, also der dann, wo es dann so in die grobe Richtung geht, welche Klemmbausteine man dann dafür verwenden soll und wie, und hast du nicht gesehen. Und ja, dann haben wir uns halt dann irgendwie wieder getrennt und dann sind wir halt zum Cosplay-Catwalk gegangen. Ich habe mich dann wieder hochgesetzt, als die beiden reingehen wollten und wo dann die Security-Dame dann gesagt hat, wo ist dein Ding? Da habe ich gleich gesagt, ich gehe hoch. Habe ich dann wieder meine Ecke verkrochen. Dann habe ich es einfach auch über mich ergehen lassen, also nicht über mich ergehen lassen. Dann habe ich es halt einfach genossen. Also wirklich den Anblick von allen Cosplayern, die auf der Bühne waren, fand ich auch richtig cool. Unter anderem die German Kira, wie ich sie nenne. Auch richtig, richtig cool. Sie habe ich halt auch kennengelernt über Bird of Lady 3s Rückblick und über ihr und über sein Bild mit ihr. Fand ich auch richtig, richtig cool. Deswegen musste ich mich auch mit ihr fotografieren lassen. Das war auch richtig, richtig cool. Und ja, ich habe mich halt auch mit German Saru fotografieren lassen und mit German Sirana. Also halt seine Schwester in der Serie. Da konnte ich sie halt auch einfach auch nicht nehmen lassen, mit ihm ein Foto zu machen. Und ja, auf jeden Fall der Cosplay Catwalk war richtig, richtig cool. Da waren alle Acts, die da waren, richtig cool. Von Star Trek, Star Wars, Stargate, Mandalorian war da und ja, auf jeden Fall auch noch irgendwas anderes. Ach ja, und eine Figur, die war so als Slimy da. Also dieses grüne Schwappelding von Ghostbusters, was ich gestern realisiert habe, weil gestern lief Ghostbusters, der erste und dann direkt der zweite. Ich glaube, es gibt vier Filme, plus den aktuellen, also den aktuellsten, glaube ich zumindest. Und da gibt es dann nur vier Filme inklusive den neuesten Ghostbusters Legacy. Da bin ich mir auf jeden Fall nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall waren da alle Acts richtig, richtig gut drauf. Und sie sahen halt alle super toll aus. Dann habe ich auch noch ein paar Fotos gemacht, wo sie alle dann auch wieder auf der Bühne waren. Unter anderem dann halt auch einfach Miss Data, wie ich sie nenne. Da war halt einfach eine Frau, die als Data rumgegangen ist. Fand ich auch richtig cool. Und ja, dann haben wir uns halt, als das dann zu Ende war, sind wir rausgegangen, bin ich mit Alex und seiner Freundin halt vor zur Bar gelaufen, also bis hin dann zur Cocktailbar, wo man sich dann Cocktails holen konnte. Und da nochmal wirklich vielen, 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 vielen lieben Dank, dass er mir den Cocktail ausgegeben hat. Der hat, ich glaube, 7,50 gekostet. Alkoholfreier. Ich glaube, mit Alkohol wäre 59 gewesen. Oder sowas in der Art auf jeden Fall. Nochmal richtig, richtig Dankeschön. Richtig fettes Dankeschön. Nochmal zum Ausgeben des Cocktails. Und ja, dann haben wir uns nochmal so ein bisschen unterhalten und ja, dann sind sie irgendwann gegangen. Ich glaube, das war so zwischen 23 und 23:15 oder sowas in der Art auf jeden Fall. Und ja, dann kam halt irgendwann zur Sprache, ja, ich bin halt nur heute da, ich hab kein Hotel. Ich fahre dann halt direkt um 4 Uhr vom Bonner Hauptbahnhof nach Hause. Also ja, halt erst zu meinem Heimatbahnhof und dann mit dem Bus nach Hause. Quasi hierher. Und ja, da haben sie auf jeden Fall gefragt, ob ich wirklich nach Hause komme und wie und überhaupt. Aber da habe ich gesagt, ja, ich finde schon meinen Weg da. Alles gut. Ja, sind sie dann auch teilweise, glaube ich, auch beruhigt in ihr Hotel zurückgegangen, beziehungsweise zurückgefahren. Und ja. Dann bin ich das letzte Mal Tamara und Niklas an der Bar
über den Weg gelaufen. Aber auf der Tanzfläche war auch mega viel, viel, viel los. Generell der Tag. Da waren halt mega, mega, mega viele Leute da. Halt, es hat man schon die Tage vorher gemerkt. Die Samstagtickets, die waren ausverkauft. Wo ich mir auch gedacht, okay, warum gehen dann so viele Leute am Samstag hin? Wahrscheinlich wegen Christina Schong oder irgendwas. Keine Ahnung. Würde ich verstehen, weil ich bin da unter anderem auch da wegen. Unter anderem wegen Christina Schong. Auf jeden Fall war der Samstag richtig, richtig voll. Man hatte teilweise das Gefühl, es war Stau auf A4 bis A2. So ähnlich. So ähnlich auf jeden Fall. Da bin ich halt Tamara und Niklas nochmal das letzte Mal dann an der Bar über den Weg gelaufen. Dann haben wir uns da auch noch so ein bisschen unterhalten. Und dann hat mich Tamara aufmerksam gemacht, im VIP-Bereich saß tatsächlich Dominik Keating. Was ich auch richtig cool fand. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, wenn er an mir vorbeiläuft, was er auch zweimal getan hat, aber ich habe mich da einfach nicht getraut, dass ich dann einfach sage, wo er bei der ersten Fettkombi, was passiert ist, where the metal at? Was er dann so gesagt hat, von sich gegeben hat, quasi in einer Bar beim Fantreffen. Also bei meinem Fantreffen zu Star Trek Online, wo ich dann Timera, Suran und Don von Don's Let's Plays getroffen habe. Also auf jeden Fall einer meiner drei absoluten Kindheitshelden, also Jugendhelden auf jeden Fall auf YouTube und dann zum Thema Star Trek Online. Und ja, da war ich halt dann einfach zu schüchtern, das ihm so zu sagen, beziehungsweise ja, so zu sagen. Einfach. Und irgendwann so um null, so um Mitternacht, sondern oder so kurz vor Mitternacht auf jeden Fall so was eine Art, sondern auch Tamara und Niklas gegangen. Dann wollte ich dann auch gehen, aber ich wurde dann auch von paar älteren Herren oder nee, das war bevor ich zu Tamara und Niklas in die Bar gegangen bin, genau, wo ich mich dann von Alex und seiner Freundin Schrägstrich-Frau verabschiedet habe von Trackwelten. Da war ich dann noch bei den älteren Herren Gespräch. Und da wurde bei dem Gespräch, da wurde mir halt erst bewusst, so richtig bewusst, wie alt Christina Schong eigentlich ist. Eigentlich. Also ich hatte von der Fotosession und vom Panel das Gefühl, weil ich ihr Alter halt auch nicht mehr so ganz im Kopf hatte. Sie hat diese Energie von einer Frau von Mitte 20 bis Ende 20, Anfang 30, hatte ich so im Gefühl. Ja, und dann der eine Herr, der hat mich dann darauf aufmerksam gemacht. Ich habe dann nochmal im Internet auf Wikipedia nachgeguckt. Dann das Erste, was ich. Und dann wurde mein Gesicht so wirklich Stein. Wirklich aus Stein. Als ich dann gesehen habe, dass sie dieses Jahr am 18. September 40 wird. Christina Schong, diese Frau, wird dieses Jahr 40. Und das sieht man ihr halt einfach überhaupt nicht an. Also, da hat meine Mutter argumentiert dann später so ein bisschen Maske und Push-up, nicht Push-up. Push-up ist was anderes. Make-up habe ich gemeint. Und halt so ein bisschen, ja, tuschieren. Aber das sieht man ja auch einfach wirklich nicht an, dass sie fast 40 ist. Wo ich mir gedacht habe, okay, interessant. Wirklich interessant und ja. Ja. So viel dazu. Dazu mehr sagen will ich jetzt erstmal nichts, weil alles andere wäre dann zu peinlich. Kurz hier rein. Hi. So. Ich habe hier einmal den mobilen Mitte einmal dran gemacht, weil ich den will ich jetzt einfach einmal tragen. So. Drei Sachen will ich jetzt noch ganz kurz zur FedCon nachtragen, was ich vorhin noch nicht geschafft habe. Erstens, die Party, die war richtig krass cool. Dreckswerbung. Okay, gut. Also nochmal von vorne. Die Party, die war richtig geil, die war aber auch massiv voll.
Und der Kritikpunkt, den ich hier habe, da ist einfach, die Musik war halt einfach viel zu laut, vor allem auf der Tanzfläche. Naja, gut, damit man vielleicht auch irgendwo in der anderen Ecke noch was hört, gut, aber so laut hätte es jetzt erstens auch nicht sein müssen. Zweitens, der Bass war unglaublich stark. Also, da habe ich mich auch sehr unwohl gefühlt. Von dem her, naja, ging es so. Zweitens, ich habe noch völlig vergessen zu erwähnen, dass ich einen Captain, dass ich einen Captain, genau, dass ich einen Captain Proton auf der Con gesehen habe. Also auch richtig cool, aber ich habe ihn nicht fotografiert. Der war aber auch echt cool. Und dann drittens, mein kleiner Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, ist, ich habe es leider nicht geschafft, mit meinem eigenen Handy von mir und vom Trackwelden bzw. vom Alex ein Foto bzw. ein Video zu machen. Was ich ein bisschen schade finde. Aber immerhin haben wir eins gemacht, und zwar ein Dreierfoto. Also, ja. Ich, Alex und seine Freundin, Schrägstrich Frau. Und ja. Immerhin etwas. aber leider habe ich da kein Material. Aber Alex war auch richtig cool drauf. Er war echt toll. Muss ich an der Stelle auch nochmal dazu sagen. Also, Alex war echt cool. So, gut, dann würde ich sagen, ja, so viel zur FedCon 31, zum, ja, so viel zur FedCon 2023. Ich würde jetzt hier einfach auch nochmal einen Cut setzen, einen offiziellen Cut für YouTube. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.